Der Reichshauptstadt Berlin. Berlin präsentiert sich im Olympiajahr 1936 in festlichen Flaggenschmuck mit aktuellem Dessert, schwarze Hakenkreuze in weißem Kreis auf rotem Grund. Und das Brandenburger Tor mit der Quadriga, die Wahrzeichen der Stadt, grüßen die Jugend der Welt, die in Gruppen staunend durch die breiten Straßen gehen. Funkturm und Sender übermitteln das Geschehen der 11. Olympiade unmittelbar an alle Rundfunkstationen des Kontinents. Der Führer, Reichskanzler Adolf Hitler, eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Im Bewusstsein des Volkes ist Berlin Deutschlands wichtigste Stadt und unter den Linden eine ihrer Prachtstraßen.